Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Risen 3 mit mir, dem Yoshi. Ich weiß nicht, wieso er sich nicht bewegt. Nein, mit dem wollte man nicht sprechen. So. Müssen wir erstmal ein bisschen Kohle sammeln. Was? Mit dem wollen wir nicht sprechen. Die Eingeborenen werden uns überrennen. Buddy hat ein paar Probleme mit der Wasserbeschaffung. Was? Dabei ist er dafür verantwortlich. So dankt er es mir, dass ich ihn ständig in Schutz nehme. Aber egal, wenn es soweit ist, streiche ich als erstes seine Wasserration. Was weißt du über Douglas? Hast du irgendwelche Hinweise? Warte. Spielstand nochmal laden. Und dann gucken wir mal, ob wir nochmal die Seele auf Plus bekommen. Weil wir wollen nicht unbedingt dem Was weißt du über Douglas? Einer der wenigen, der noch auf meiner Seite war. Bestimmt hat Harry den auf dem Gewissen. Hast du irgendwelche Hinweise? Dieser illoyale Bastard ist verrückt genug, um uns alle umzubringen. Bestimmt hat der Douglas in eine dieser Höhlen gelockt und ihm die Kehle durchgeschnitten. So. Dann kriegen wir keine Seele. Dann kriegen wir keine Seele minus. So, jetzt gucken wir, ob wir hier nicht noch was annehmen können oder. Wir können doch natürlich noch mit dem einen Typen da sprechen. Mit dem stark pigmentierten. Hier ist der Quinn. Warum hast du deinen Bruder nicht an das Erbe erinnert? Ich bin nie dazu gekommen. Ist schließlich eine weite Reise. Angst vor langen Reisen? Red keinen Scheiß. Ich hab keine Angst. Ich brauch keine Angst haben. Es gibt bestimmt das eine oder andere, was du noch von mir lernen kannst. Okay. Mal gucken, was er uns geben kann. Lass uns handeln. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das letzte Mal das schon gemacht haben. So, er googelt. Naja, für 1000 kann er sich die sonst wohin stecken. Rohes Fleisch, Fackeln, Fusel. Ist eigentlich das alles, was wir brauchen. Die Perlen? Ich weiß nicht. Wir halten die mal. Erstmal vorwiegend. Was kann er mir beibringen? Mal gucken. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Messerstecher lernen. Dolche lernen. Kritische Treffer lernen. Ja, wir haben kein Gold. So, gut. Dann gucken wir mal, was der hier von uns will. Halte meine Finger bei dir. Ja. Heul wenn nicht. Du klauen willst, geh woanders hin. Ich wollte nur mit dir sprechen, wenn ich darf. Verzeiht meine Neugier. Aber seid ihr neu hier? Sag mir erst einmal, wer du bist. Wo bleibt mein Benehmen? Entschuldigt mein unwirsches Auftreten. Gestatten? Cunningham. Schiffsarzt und Scholastikus der hiesigen Flora und Fauna. Hast du einen Sprachfehler? Nun, ich könnte die Frage erwidern, aber ich will mich erklären. Einst diente ich auf einer Galeere der Inquisition. Ein kleiner Fauxpas erzürnte jedoch meinen Kapitän und... Nun stehe ich hier immer bereit, eine helfende Hand denen zu reichen, die sie benötigen. Woran arbeitest du zurzeit? Woran arbeitest du zurzeit? Ich denke, meine Expertise in Bezug auf die örtliche Fauna würde jemand von eurem Schlage nur langweilen. Aha. Aber derzeit sitze ich über einem Manuskript, welches sich speziell mit der hier auftretenden Camellia sinensis befasst. Leider ist mir das letzte Exemplar dieser Pflanze durch die doch widrigen Bedingungen eingegangen. Aha.
Mal gucken, ob er uns was beibringen kann. Kannst du mir etwas beibringen? Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Tränke brauen. Aha. Alchemie steigern, Ritualmeister lernen, Silberzunge. Ja. Ich glaube, da muss man noch was sparen und wir müssen ja auch sparen für unsere... Oh. Brauchst du Hilfe bei der Beschaffung dieser Pflanze? Hä? Exakt. Und dank eures Scharfsinns seid ihr geradezu prädestiniert für diese Aufgabe. Aha. Sie wächst an sehr hoch gelegenen Orten und ist für Menschenhand nicht erreichbar. Mhm. Aber eine Lösung habe ich bereits in der Hinterhand. Aha. Ja, dann lass hören. Ja, dann lass mal hören. Oder so. Habe ich also euer Interesse geweckt? Mhm. Sehr schön. Ein aufmerksamer Zuhörer ist mir stets ein willkommener Gast. Aha. Ja, ja, komm einfach zur Sache. Ich habe hier eine Puppe der Eingeborenen. Mhm. Mit ihr ist es dem Anwender möglich, sich in einen Papageien zu verwandeln. Sag bloß. Aufgrund der Flugfertigkeit dieses Geschöpfes sollten auch größere Höhen kein Problem mehr darstellen. Aha. Würdet ihr die Versuchsperson spielen und mir mit Hilfe der Puppe die Pflanze beschaffen? Gib her die Puppe. Ich besorg dir die Pflanze. Alter. Vortrefflich. Hier, nehmt. Ich empfehle euch, die Felsplateaus südlich von hier nach der Pflanze abzusuchen. Aha. Alles klar. So, dann... Oder vielleicht lassen wir uns doch mal sagen, wie die genau aussieht. Gibt's eine genauere Beschreibung, wo ich die Pflanze finden kann? Nun, etwas einfacher ausgedrückt, geht ihr wie folgt vor. Folgt dem Pfad, der hier in den Dschungel führt, und haltet euch dann, soweit es geht, süd-südwestlich. Sobald ihr dann den Talkessel der Eingeborenen erreicht habt, seht ihr mehrere Felsplateaus. Achtet auf die linke Felswand, dort müsste sich ein Bauwerk der Eingeborenen befinden. Um zu diesem Bauwerk zu gelangen, ist die Puppe vonnöten. Geht jedoch mit Bedacht vor. Über eine weitere Puppe verfüg ich nicht. Naja. Aber dann liegt alles voll, ne? So. Gehen wir mal hier wieder raus. Weil wir können ja hier noch nichts mopsen, glaube ich. Oder? Hier vielleicht? Mal sehen. Heimlich schuf er eine gläserne Statue. Er ließ sie nach Antigua schaffen, doch beim Entladen zerbrach sie. Mhm. Dann sollte ich mich mal im Hafen von Antigua umsehen. Was soll ich denn da gucken? Das Schwert aus Glas. Aha. Fusel, nimm mal mit. Krug, nimm mal mit. Ansonsten haben wir ja nur noch ein Bett. Okay. Also ein bisschen klauen konnten wir doch. Das ist ja schon mal gut. So, was haben wir denn hier? Nochmal ein bisschen Fusel. Ich glaube, das sollten wir erstmal nicht machen. Siehst du auch diesen schwarzen Schleier über dem Wasser? Nein. Dann ist gut. Sadek hat nur Illusion. Aha. Halluzinationen vom Rumtrinken? Nein, keine falschen Bilder, Gucho. Sadek kann sehen. Sadek sieht die andere Seite. Der Rum ist nur für das Gemüt. Du haust dir ganz schön was weg, mein Freund. Rum ist gesund und vertreibt böse Geister. Ja, ja. So kann man das auch sehen. Was meinst du mit andere Seite? Hier, trink das und du wirst verstehen. Damit siehst du die Welt mit den Augen eines wahren Kriegers. Alles, was du brauchst, um deinen Gegner zu besiegen, hast du nun ganz deutlich vor Augen. Ach was. Nur der richtige Stoff bringt deine Sinne in Wallung, Gucho. Jemand wie dich könnte ich gut in meiner Crew gebrauchen. Du scheinst dich gut mit Tränken auszukennen.
Sadek würde nichts lieber machen, als wieder zur See zu fahren. Doch Sadek muss bleiben. Buß braucht Sadek hier. Sadek hat Buß viel zu verdanken. Buß rettete Sadek das Leben. Jetzt hat Buß eine schwere Zeit. Buß Geist ist im Nebel. Erst wenn Buß wieder klar sieht, kann Sadek Buß wieder verlassen. Aha. Buß ist wirklich ein wenig neben der Spur. Chi, darum bleibt Sadek, bis Buß wieder klar sehen kann. Okay. Was? Ja, ich habe sie gesehen. Die Geister dieser Insel. Ihre Ruhe ist gestört. Nicht die Geister, die ich rief, oder was? Ja. Ich rate dir, erlange nicht ihre Aufmerksamkeit. Ja, das war ein bisschen zu früh. Hier ist das Krallenäffchen. Und das nächste Volk zugleich, und das nächste Volk zugleich. Ah, die sind ein bisschen aggressiv. Aber da weiß ich was. Da hilft nur ein gezielter Schwertstich oder Schwertschlag ins Gesicht. Sonst gucken wir uns hier erstmal um und dann können wir mal gucken, wo wir hier unsere Quest machen müssen. Nehmen wir uns den ganzen Ruhm, der hier so am Strand steht, mit. Oder in. So, nehmen wir die Krallen schon mal mit. Hier haben wir noch ein Wildschwein. Oder ein Warzenschwein. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was der Unterschied zwischen Warzenschwein und Wildschwein ist. Ich glaube, Wildschwein haben so Haare. So mehr Haare halt. Aber das sieht so aus, als wären die so eine Kreuzung aus einem Gürteltier und einem Warzen und einem Wildschwein. Keine Ahnung. Weil die haben irgendwie so einen Panzer auf dem Rücken. So, dem Stampfer oder Rammer gehen wir erstmal aus dem Weg. Ja, Fleisch kann man immer gebrauchen. Was? Ach, da kommt er ja schon. Der kann es doch nicht lassen. Ja, dann greif mal an. Bones. Das musst du wieder Kriminalfälle lösen. Auf RTL. Ja, okay, das war wieder hier ein bisschen Werbung. Ja, oder. Das ging jetzt diesmal schnell. So, haben wir jetzt, kann man hier. Die Zunge und rohes Fleisch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier haben wir noch eine Magiebeere, die nehmen wir mit. Das sieht immer so aus, als wüsste ich das im Voraus. Ne, ich gucke immer in die Ferne. Ach, eine kleine Spinne. Warte, dann heilen wir uns mal gerade. Oder so. So dreckiges, kleines, augenloses Biest. Oh. So, jetzt hat's. Ja, finde ich auch. Wo ist sie denn jetzt hingepurzelt? Oder hat sie sich in Luft aufgelöst? Okay. Die lösen sich anscheinend in Luft auf. Okay. Gucken wir mal gerade in den Questlog, was wir da alles so haben. Oder Logbuch. Tanaris Kila hier. So. Wo gehen wir denn als erstes hin? Sprich mit Boda. Der kommt. Bobo. Keine Ahnung, irgendwie so. So, und jetzt gucken wir mal, wo der liebe Junge ist. Und dann kommen wir automatisch an dem Wasser vorbei, wo wir dann auch wieder was machen müssen. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Wenn ich jetzt nichts gespoilert habe. Gucken wir mal, wo der Bobo ist. Da sind noch ein paar Spinnen. Die nehmen wir uns noch mit. Für auf dem Weg. Bis. Naja. Spinnen sind hinterlistige Tiere. Verwandt mit dem Skorpion.
Ach so, die drehen sich um und dann sie. Ach so. Okay, dann nehmen wir die Blutwurz mit aus dem Wurzel oder Wurz, wie auch immer. Wo ist denn der Bobo? Das ist ein unschuldiges Äffchen. Na? Uwamba. Scheiße. Oh, mein Kopf. Karak. Aha. Was machst du hier so nah bei den Piraten? Gucho spricht von den Piraten. Gucho ist kein Pirat? Nein, ich gehöre nicht zu denen. Das heißt, du waren auch noch nicht bei uns, Kila? Nein, noch nicht. Wie wäre es, wenn du auf meine Frage antwortest? Was Bobo hier bei Piraten wollte? Bobo wollte wissen, ob Piraten eine Gefahr oder nicht. Habe sie beobachtet, aber dann hat Bobo Durst bekommen. Das verdorbene Wasser hat gebrannt, habe es trotzdem getrunken. War nicht beste Idee, die Bobo jemals hatte. Mal gucken, ob er uns was beibringen kann. Wir müssen jeden ausquetschen. Bring mir etwas über die Jagd bei. Ja. Ich habe nicht genug Gold. Tja, dann müssen wir halt dem Bobo hinterher laufen. Okay. Kannst du mir zeigen, wie ich so viel saufen kann wie du? Kannst du mir zeigen, wie ich auch so viel saufen kann? Das ist nicht schwer, Gucho. Frag einfach Bobo. Die Preise sind angestiegen. Wir haben zu wenig Gold. Was du da getrunken hast, war Schnaps. Schnaps? Schnaps? Haben Piraten Bobo vergiftet? Nein. Die Piraten trinken das zum Spaß. Piraten, komischer Gutschuss. Bobo will nach Hause. Aha. So. Wenn du mir den Weg zeigst, begleite ich dich. Da du noch nie in Kampfe der Kieler warst, werde ich dir Weg zeigen. Bobo kann kaum gerade stehen. Wie soll Bobo alleine kämpfen? Ja. Ich würde dir geben Gold, wenn du mich bringst in Lager der Kieler. Ja, das... So, dann lass uns noch Kieler aufbrechen. Und dann geht's weiter. Ich habe nur gerade mal kurz den Bildschirm ein bisschen abgeputzt. Wurde hier zwei. Gut. Du musst wissen, dass viele Spinnen auf Kieler unterwegs. Oh, haben wir gar nicht gemerkt. Diese Tage sind gefährlich. Bobo froh, dass Gucho ihn begleitet. Ja, dann. Auf in den Kampf. Hau. Gehen wir. Ja. Hau. Hau zu. Hau ab. So. Vielleicht nehmen wir uns hier nochmal die Magiebeere mit. Bleib hier mal stehen, der Junge. Komm, Junge. Karaka, das ganze Gelaufe macht mich drehen im Kopf. Was im Namen der Hike macht ihr Gutschuss mit euren Köpfen? Ich fühle mich wie von Horde Gorillas gegessen und ausgeschieden. Was sind die Hike? Was sind die Hike? Hike sind die Geister unserer Ahnen. Aha. Sie sorgen dafür, dass Bobo bestraft wird. Aha. Sie bestrafen mich dafür, dass ich heimlich beobachtet habe andere Menschen. Sie bestraften mich mit dem, was du nennst Schnaps. Schnaps. Lass uns weitergehen. Schnaps. Puh, wird noch schwerer Marsch. Na gut. Ich habe was anderes verstanden, aber... ne? Schwer. Ja, der macht sich mal wieder eine Mütze. Die fehlt ihm noch in seiner Sammlung. Da haben wir direkt drei Stück natürlich. Natürlich haben wir daneben getroffen. So. Ich glaube, hier haben wir alles.
Wo ist denn unser Bobo? Ist er schlafe, ihr Junge? Ne, der hält sich da erstmal auf. Finde einen Weg zu Gaia. Ah ja, die kennen wir auch irgendwo hier. Mit mir, Gucho. Ja, Gucho. Banane Schlücker Joe. Ja, warte, da. Die müssen wir mitnehmen. Die hat mich gerade. Hau zu. Ja, ja. Oh, da wächt sich eine. Dies ist Wasserstelle der Kieler. Aha. Bobo muss machen Pause. Dann lass mir mal eine Pause machen. Machen wir eine Pause. Sag Bobo einfach Bescheid, wenn du weiter möchtest. Ja. Ich glaube, der Typ pennt uns gleich im Stehen ein. Du weißt ja, ein Arschtritt kann manchmal Wunder wirken. Zu viel Palaver und zu wenig Schlaf. Bobo liebt Pausen. Tja, dann gucken wir mal, was die Goldwäscherin da vorne macht. Das Spiel des Wassers ist geradezu hypnotisch. Ja. Naja. Azali. Kakusheko Gucho? Na, wenn du so fragst, ich wollte... Schweig! Ihr Guchos nehmt euch, was Gaia uns zugesprochen hat. Unser Vieh, unser Wasser und unser Oro. Aha. Oro? Was soll das denn sein? Oro sind goldene Steine von Berg. Guchos haben große Gier in Augen, wenn Asali berichtet von Oro. Wir Kieler brauchen Steine für Schmuck und um die Ahnen friedlich zu stimmen. Keine Sorge, ich will weder dein Vieh noch sonst etwas. Großes Palaver. Guchos stehlen, wo sie können. Wenn du willst Beweis, geh in unser Dorf. Unsere Tonkas haben einen von euch gefangen genommen. Schon bald wird er unserem Orakel geopfert. Okay. Erzähl mir mehr über den Gefangenen. Asali weiß nicht viel über diesen Gucho. Falsche Augen, falsche Wörter. Geh in unser Dorf, wenn du mehr wissen willst. Vertrau mir einfach. Ich tue euch nichts. Ich müsste in dein Herz blicken können. Ist es rein? Sprichst du die Wahrheit? Rausreißen wäre eine Idee. Das lassen wir mal schön bleiben. Das muss doch auch einfacher gehen. Bring Asali ein Zeichen der Freundschaft. Ich werde dir trauen. Außerdem wird Asali Guchos gestatten, hier Wasser zu holen. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Wie soll das Zeichen der Freundschaft aussehen? Das herauszufinden ist Teil deiner Prüfung, Gucho. Na komm schon, ein kleiner Tipp. Kaono Kabuki Shikakachi Oro. Moment, das soll ein Hinweis gewesen sein? Chi. Na klasse. Ich werde dir ein Zeichen der Freundschaft bringen. Yalla yalla. Die Hike werden dich beobachten. So. Vielleicht wissen die Piraten, was unter einem Zeichen der Freundschaft zu verstehen ist. Ja, dann fragen wir die zwei mal da. Die hier so andächtig stehen und warten. Nehmen wir mal die Markibäre mit. Die ist ein bisschen wichtiger. Scheiß Wetter, scheiß Fressen. Mann, geh jemand anderem auf den Sack. Ja, ist ja gut. Ich geh halt einem anderen auf die Nerven. Hier dein Freund, dem anderen Wasserträger. Ach, das ist doch alles Mist, was du erzählst. Hey, was streichst du hier durchs Unterholz? Die Eingeborenen sind pissig, also pinkel ihnen bloß nicht in ihr Abwaschbecken. Solange die uns kein Wasser geben, siehst du besser zu, dass du Land gewinnst. Und jetzt pass auf! Aha. Kann man das Binde... Ne, noch nicht. Ja, ja.
Die greifen natürlich nur mich an, ist ja klar. Ich hätte mich auch gewundert, wenn sie es nicht getan hätte. Aber zumindest ist der Bones. Ja. Ah, die fallen nicht runter wie in anderen Spielen. Die halten sich krampfhaft an der Klippe fest. Von schlechten Eltern. Hätte er wohl sagen wollen. Character. Scott. So, was können wir? Nahkampf können wir steigern. Magie haben wir auch schon hoch. Fingerfertigkeit haben wir auch schon hoch. Vielleicht machen wir erstmal ein bisschen mehr Härte. Und List und Fernkampf, ja, weiß ich nicht. Gemäßigt sind wir. Okay. Das ist jetzt immer so gut, oder so? Ja, egal. Wir sind auf jeden Fall erstmal ein Kadett. So. Ja. Mit der Astralsicht und mit verschiedenen Steinen kann man dann auch hier noch andere Sachen sehen. Zum Beispiel wie Kräuter und so weiter. Aber das muss man dann alles kaufen. So. Gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja das, was er sucht. Gucken wir mal in den Questlog. Vielleicht zeigen die uns ja genau, wo wir da hingehen müssen. Streit die Wasserquelle. Zeichen der Freundschaft. Zumindest wird uns das angezeigt. So. Komm her, du Krabbelvieh! Ja, hier sind wirklich viele Spinnen. Manche stärker, manche schwächer. Naja, kämpfen wir gegen die da hinten. Jetzt hat er schon eine Brille an und trotzdem schlägt er sich noch immer mit denen, die schon tot sind. Ich meinte die Brille, ne? Das Monokel da. Ja, der hat ja immer so einen Drang, So, schlechter haben wir auch jetzt. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Gucken wir uns das doch mal an. Soll man das jetzt schaffen, bitte? Erzähl mir das mal. Lal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 
Gold erst, gut. Ah, hier ist so eine kleine Spinnenhöhle. So, hier haben wir auch noch ein paar Astralquarz. Die müssen wir ja auch sammeln. Ich glaube für die Magier. Hier brummt irgendwas. Oh. Ja, ja. So eine rote Spinnmütze hat sie noch nicht gehabt, stimmt. Hast recht. Kannst du auch immer noch benutzen? Hallo? Kommen wir da nicht dran? Ja, dann bleibt er jetzt halt da oben. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. So, jetzt gucken wir mal gerade und gehen mal wieder dahin, wo der... Das will er nicht, okay. Vor Schreck haben wir was gegessen. Ey, wo bist du? In meinen Träumen bin ich oft selbst eine Spinne gewesen. Aha. Die Ratten und Frösche, von denen ich mich ernährt habe, waren eine echte Delikatesse. Träum lieber von einer Frau. Ja, eine Frau bin ich auch schon gewesen. So, jetzt sind wir ja hier in der Spinnenhöhle und dann wisst ihr ja, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao mit V.